Was genau machst du da jetzt? Ach, Schalämmchen, Schalämmchen. ich fahre E-Scooter. Warum fährst du mit einer Oculus E-Scooter? Fahr doch in echt E-Scooter. Mein E-Scooter ist kaputt. Echt? Warum? Der liegt auf der Seite. Oh, dann heb den doch auf. Das ist eine gute Idee. Oh, der funktioniert wieder. Na, sieh mal an. Aber ich habe immer noch ein Problem. Ich kann einfach nicht mit der Xiaomi Home App verbinden. Also ich weiß auch nicht, wie schnell ich fahre. Die ist doch eh kacke. Da gibt es doch bessere Alternativen. Welche denn? Da kann ich dir welche vorstellen. Zeigen Sie es mir, Mr. Crash. Ja. Also, Ja, bitte. ich werde es dir jetzt erklären. Ich habe das Handy in der Hand, ne? Hab natürlich Sprache hier, Dingens an, Bildschirmaufnahme. Dann müsst ihr alles besser erkennen können. Ja, mit Xiaomi Home App komme ich einfach nicht mehr klar. Ich kann nicht mehr verbinden. Funktioniert alles nicht Aber mehr. die ist eh scheiße. Also, Okay. wir haben jetzt hier 9 Dash. Nein, Dash! 9 Dash. Da fällt mir natürlich sofort auf, ist das gleich wie Xero Dash? Nein, ist es nicht. Nein, deswegen ist auch Nein drinne. Alles das, was wir euch gleich für M365 Tools zeigen werden, funktioniert ungefähr so auch für 9 Dash, kann man ganz grob sagen. Ja, da sind hier und da mal ein paar Funktionen mehr oder weniger, aber im Großen und Ganzen tut sich da nicht viel. Wir können euch das jetzt leider nicht zeigen, weil wir haben keinen Ninebot. Wir haben nur einen Ja-Bot und ja. Und ein Heckbot, ein Speedbot Das stimmt. und Farmbot. Und ein paar Viewbots für YouTube. Ja, Aber darum soll es heute nicht gehen. Dann fangen wir mal mit der Xiaomi-App an. Wie gesagt, andere können wir euch nicht zeigen. Irgendjemand hat hier ein Honor Band 5. Egal. So, Freunde, hier klicken wir auf den Salami Express. hat sogar gepiept. Bewerten wir später. Ja, hier hast du natürlich unten ein bisschen Werbung. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Generell, dieses M365 Dashboard und sowas gibt es ja auch. Das sieht, finde ich, ein bisschen ansprechender aus. Hier ist das ganz normales Tacho. Gib mal einmal Gas hier so ein bisschen. Ich kann auch immer Gas Gib geben. mal einmal richtig, Einmal richtig immer. mach mal einmal richtig hier. Ja, 22,9 km/h. Das ist ungefähr das, was man legal fahren darf. Deswegen fährt er auch in dem Lock-Modus so schnell. Der zeigt euch hier jetzt an die Spannung, die Temperatur vom Controller, die Höchstgeschwindigkeit. Das ist gerade dieser Peak, den er kurz hatte am Anfang. Hier, wie weit ihr schon gefahren seid. Hier habt ihr generell einen Kilometerzähler. Und hier, ja, wie lange ihr fahrt in Sekunden, Minuten, Stunden. Quasi 5 Sekunden wurden gerade hier die Räder bewegt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,6 km/h. Eigentlich ganz geil. Tatsächlich. Wir können dazu sagen, wir wollten die App schon mal vorher vorstellen, aber da war so Kacke noch. Ja, so, jetzt gib mal einmal Gas. Ja, jetzt kann man nämlich hier, wie ihr gerade gesehen habt, den Trip recorden. Damit meine ich nicht, dass ihr euch bei dem LSD-Trip selber filmen sollt. Ihr habt, glaube ich, auch gerade gesehen, wo stand es denn jetzt? Hier, GPS-Tracking ist on. Das bedeutet, wenn ihr euch daran erinnert, bei unserem letzten Reichweiten-Test hatten wir nachher so eine Ansicht, so eine schöne von oben. 18 Kilometer. Sieht man nicht. Da. Da Wo wir lang gefahren sind, das könnt ihr mit der App tatsächlich auch machen. braucht ihr keine Huawei Watch, die wir benutzt hatten. Nee, und nun bellenden Hund. Den haben wir auch nicht benutzt. Haben wir euch benutzt. Also, das könnt ihr dann machen, das ist ziemlich praktisch. Dann habt ihr noch ein paar Basics. Könnt ihr den momentane Geschwindigkeit gucken. Ist jetzt beim Fahren nicht so geil. Ist aber vielleicht danach interessant. Hier auch verbleibende Kilometer. Hier sind jetzt 36 zum Beispiel. Also bei dem Wetter nicht, das haben wir getestet. Schaut euch das Kilometerzähler Reichweiten-Testvideo könnt an. ihr sogar hier den zurücksetzen. Ist ganz interessant, gerade wenn ihr vorhabt, so einen Reichweiten-Test zu machen. Da guckt ihr aber bitte darauf, dass ihr euer Tacho vernünftig kalibriert. Also, ihr habt hier jetzt Premium. Was ist Premium? Können wir mal ganz kurz einmal reingucken. Standard Premium, Silber und Gold. Im Prinzip ändert sich da nicht besonders viel bei den Funktionen. Wenn ihr jetzt hier Gold habt, dann werde als Gold-App-Supporter im Danksagungsbereich der App erwähnt. Wenn ihr das wollt oder die Leute da unterstützen wollt, kann man natürlich machen. Bei Silber wird Das als stimmt hier bei uns. Silber-Supporter erwähnt und hier quasi lade den auf ein Bier und ein Stück Pizza ein. Hier lädt den auf ein Bier oder einen Kaffee ein. Und bei der Standard-Premium-Version ist eigentlich das drin, was ihr da bräuchtet. Speichere Visualisiere-Scooter-Metriken. Benutzerdefinierte Reichweitenschätzung, das ist ja quasi das, was ihr mit Xiaomi
XeroDash zum Beispiel auch einfach einstellen könnt, die Reichweite. Meines Wissens nach wird das dann hier auch übernommen. Das heißt, ihr müsst das nicht nochmal machen. Also so zumindest in dem Test, den wir gerade gemacht haben, weil bei mir steht ja 40 Kilometer und warum sollt ihr das sagen? Das ist wohl wahr. Anpassen der Geschwindigkeitsberechnung bei geänderter Reifengröße und höherer Genauigkeit. Brauchen wir auch nicht, können wir alles mit anderen Apps machen. XeroDash oder Scooter-Hacking-Dingens, Kartoffel, deswegen. Um die Überwachungs-App. Wie genau. Ähnlich wie Darknessbot haben wir ja, also wir haben Darknessbot vorgestellt, die ist wirklich für iOS noch die beste Überwachungs-App, die ihr downloaden könnt für Xiaomi-9-Bot. Xiaomi-Bot. Xiaomi-Bot. Und die ist jetzt Bot Xiaomi für den Android. Viele benutzen die schon. Wir fanden, wie gesagt, vorher kacke. Jetzt hat es ein paar Neuerungen bekommen und die sieht deutlich besser aus. Vor allen Dingen das auf Draufsicht, wo man angefahren ist. Das finden wir ziemlich geil. Und deswegen wollten wir uns mal gerne mal vorstellen. Ja. Ja. Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, noch die 9-Dash App. Die tut die Segway 9-Bot App. Ja, ersetzen. Aber die hat noch eine ganz, ganz, ganz krasse Funktion. Also nochmal ganz kurz zu diesem Premium-Scheiß zurückzukommen. Wenn ihr euch das kaufen solltet für 4,99 €, dann habt ihr nur keine Werbung. Alle anderen Funktionen könntet ihr euch mit anderen Apps irgendwie zusammen schummeln. So. Hier Speed Limit, GPS-Lokalisierung, das ist halt, was wir gerade gesagt haben. Wie du quasi... Wo lang du fährst. Dann später von oben auf Google Maps sehen kannst, wo du lang gefahren bist und so weiter. Genau. Ist sehr praktisch, wenn man gerne mal längere Strecken fährt und einfach mal nicht weiß, wo er lang fährt. Und so, oh, da bin ich lang gefahren. Ich meine, da kannst du auch mit der Huawei Watch GT machen. Da kannst du auch mit der anderen Smartwatch machen. Kannst du machen. Also die Huawei Watch GT, meine Güte, ist tatsächlich eine der günstigsten Smartwatches, die sowas drauf haben. Da gibt es natürlich noch andere, aber das ist halt so eine, die wir getestet haben. Ja. Genau. Wie gesagt, 9-Dash ist für 9-Bot da und die M365 finden wir bis jetzt für Android die beste Alternative für Xiaomi. Genau. Die zwei Apps sofort möchte ich gerne nochmal vorstellen. Einfach nur, ja, weil die da sind und weil die nützlich sind, vor allen Dingen. Jetzt kommen wir bei 9-Dash nochmal zu einer ganz anderen Sache. Ihr seht, ich bin jetzt einfach im Play Store auf die Bilder gegangen. An sich sieht das ganz ziemlich gleich aus. Deswegen haben wir auch gesagt, da tut sich eigentlich nicht besonders viel. Ihr habt da auch diese Ansicht, so sieht das dann auch bei der anderen App aus. Was 9-Dash aber hat, was ganz cool ist, ihr habt hier so eine Art Ranking-System, nenne ich das. Hier, wenn zum Beispiel, könnt ihr zum Beispiel sagen, jo, hier der Neko Bavel ist diese Woche 190 Kilometer knapp mit seinem E-Scooter gefahren. Ob der jetzt gecheatet hat mit Reifengröße, sei mal dahingestellt, aber vielleicht wird es ja per GPS überwacht, weiß man natürlich nicht. Theoretisch müsste es ja sogar bei GPS überwacht werden. Sonst könntest du ja übelst cheaten. Bei der 365 ist ja auch über GPS überwacht. Ja, du kannst ja auch die km/h mit der Reifengröße einstellen. Deswegen, ich denke mal, das geht aber über der GPS. Ja. Hier, Total, Month, Weekday. Ist ganz witzig vielleicht für die Leute, die sich mal mit anderen da vergleichen wollen, wie viel wer hier gefahren ist. Wollten wir euch nicht vorenthalten. Und mehr gibt es eigentlich nicht darüber zu sagen. Genau. Ja, das war's erstmal für die zwei Apps. Bald, hoffentlich bald, kriegen wir eine ordentliche App von Scooter Hacking. Ja, Scooter Hacking. Und dann können wir vielleicht viele Apps einfach wegmachen und sagen, das ist die ultimative App, die macht alles. Ja, weil momentan ist leider XeroDash die ultimative App, aber die ist doch die ultimativ teuerste. Wenn man jetzt so ein Zwischending hätte zwischen den 365 Tools und XeroDash, dann wäre ultimative App. Das wäre die ultimative App. Also Freunde, wenn irgendjemand so eine App machen will, der kann ultimativ damit 5 € rein. Wir promoten das, ihr gebt uns jede Woche einen Döner dafür aus und dann genau. Super. Nein. Sehen wir auch überlegt, ob wir sowas mal machen, aber wir sind einfach. Dauert viel zu lange. Also ich habe mich da ein bisschen reingelesen und so. Hinkriegen würde man das auch, aber einfach keine Zeit für sowas. Ganz ehrlich, das dauert viel zu lange. Und deswegen sage ich auch mal, das Video dauert auch schon viel zu lange. Ja, das ist echt wahr. Dann ciao. Nein, ich würde sagen, bis demnächst, Freunde. Bleibt uns gewogen. Ich gehe mich jetzt wiegen. Abonnieren müssen ja auch da. Ach ja, abonnieren nicht vergessen. Dann schaffen wir vielleicht nächstes Jahr die 20.000 Abonnenten. Wir haben 4.650 Abonnenten und das kurz vor Silvester. Schaffen wir noch 4.651 Abonnenten. Ja. Scheiße. Alles klar, Freunde. Ich sag mal, bis demnächst und Gemüse. Ciao.